Ich grüße euch, edle Damen und Herren, und heiße euch herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns gerade kurz vor Thallenberg. Endlich sind wir mal wieder da. Und, wir können hier Neuigkeiten erfahren. Wenn wir wollen. Ah, vielleicht nicht gerade jetzt. Und haben hier diverse Dinge zu erledigen. Zum Beispiel geht es immer noch um die Baustelle, beziehungsweise um den Steinbruch, der die Steine für die Baustelle des Sassauer Klosters liefert. Da gab es ja einen bedauerlichen Unfall, den wir dann mehr oder minder zurückverfolgen konnten, bis zu einem eventuell Schuldigen, zumindest dringend Verdächtigen. Und außerdem sollten wir diverse Dinge für die Hochzeit der Nichte, glaube ich, der Herren Stefanie zu Thallenberg besorgen. Und das haben wir jetzt alles erledigt. Also wir haben Ermittlungen angestellt, sind dazu im vorläufigen Ergebnis gekommen. Ja, ich kann reiten, danke. Und haben alle Dinge für die Herren Stefanie besorgt. Dann schauen wir mal, wo wir die gute Frau antreffen. Hier nicht. Die müsste eigentlich noch eine Etage höher wohnen, meine ich. Da gibt es halt diesen endlos langen Flur und wahrscheinlich ist sie gerade hier beim Beten. Nee, sie ist in ihrem Zimmer, schläft vielleicht noch. Ach, sie ist wach. Welcome, Henry. I'm glad you're here. Ja, oder? The Lord be praised. What's on your mind? Oh ja, wir können auch mal über das Pferderennen mit ihr reden. Schön. How did you enjoy the race, my lady? I had no idea you were so talented. Your sweetheart must be the happiest woman alive. Weil ich so gut reiten kann. Come and see me sometime, Henry. We really need to have a proper talk. Mhm, okay. I brought you the crown from the master engraver. Henry, you are a gem. Look at that Moldavite. Isn't it wonderful? Sophie will look like an angel. So, what's next? What can I do for you, my lady? Nothing. You've done enough. And now I'd like to reward you. That's not necessary, my lady. You taking the time to see me is reward enough. Come now, Henry. No need for such modesty. I appreciate everything you've done for me, as well as your company. And there's something I'd like to give you. This shirt was my father's. He was built very much like you. Broad shoulders, strong chest. It should fit you just right. But I can't accept this. It's too valuable. It's too valuable to be left to the mercy of moths. It doesn't fit my husband well, and I've no one else to give it to. What's more, if you were to leave us again, I'd like you to have something to remember me by, so you don't forget me. I could never forget you, my lady. Well then, won't you try it on at least? What? Right now? Why not? Don't worry, I won't look. I'll turn my back. And what if your husband comes in? He won't. Neither will anyone else. Ja, na klar, machen wir. All right then. Casanova. I feel truly blessed to have you here. So long I yearned for young company. I really feel God heard my prayers and sent you to me. I'm ready. My, you do look handsome. As fine as any gentleman. When I was a little girl, there were always lots of other children around and young men and women of the court. It was so merry. I always hoped it would be like that when I was grown up too. But it was not God's plan. You and Sir Divish had no children? No. No, alas, we were not blessed. Twice I was with child, but they did not live. And now I fear there's no hope for me. My lady.
Oha! Oh, forgive me, my lady. I shouldn't have. I don't mind. Ja, Henry scheint so langsam auf den Geschmack zu kommen, ne? Erst Theresa und jetzt geht's hier gleich weiter. Okay. Der Hirsch hat einen ganz schön missbilligenden Blick drauf, glaube ich. Eine Stunde nur. Naja. Wo ist sie denn hingerannt eigentlich? Keine Ahnung. Können wir das Schloss inzwischen knacken hier? Zu kompliziert. Ah, verdammt. Kommen wir immer noch nicht an ihren Schmuck ran. Wobei das jetzt halt eine Top-Gelegenheit gewesen wäre. Nope, nix. Ja, verdammt. Das ist ja auch gemütlich, ne? Also man kann sich hier so schön hinsetzen, aus dem Fenster gucken, wenn man Bock hat. Und der Vorhang ist ja nicht direkt am Fenster, sondern noch vor dieser Nische. Das ist natürlich nicht so verkehrt. So, was trage ich denn gerade eigentlich? Okay, ich bin normal ausgerüstet, aber wir haben jetzt hier ein Hemd bekommen. Das hat Charisma 18 tatsächlich auch. Ja, nicht schlecht. Na, das schmeißen wir mal direkt in die Satteltasche. So, und dann würde ich sagen, wir haben ja noch Business mit Herrn Divish. Um das sollten wir uns jetzt mal kümmern. Er ist ziemlich häufig am Beten. Der Mann scheint ernste Probleme zu haben. Viele davon, mutmaßlich. Ich habe gute Nachrichten, Sir. The source of the problem was inside the monastery. There was nothing more to it. And the construction? We'll continue. The master builder's helper was to blame for everything. With him out of the way, the work will run smoothly again. That's good. You've accomplished your task admirably, Henry. And I should reward you for it. Thank you, Sir Divish. Okay, Scrooge. Haben wir das Achievement bekommen? Ich weiß gar nicht warum. Haben wir so viel Geld gerade irgendwie, oder? Wo werden denn unsere Groschen? Groschen? Ha, 5.500, nicht schlecht. So, damit ist diese Quest beendet. Ah, schade, ich dachte, wir könnten den irgendwie noch verfolgen und dann... Aber scheinbar nicht. So, dann reiten wir jetzt nämlich rüber zum Herrn... jetzt muss ich gerade lügen. Herrn Ratzig, genau. So, und was machen wir dann anschließend? Weiß ich nicht. Ah, wir könnten uns hier mal um den Vikar kümmern mit den Waldensern, ne? Das haben wir schon ewig lange offen. Den Tanz mit dem Teufel könnten wir auch mal erledigen, wenn wir gerade hier in der Gegend sind. Und nach Rovna könnten wir auch noch mal. Wir haben noch so viel zu tun. Okay, gut, aber unser Questlog hat schon ziemlich abgenommen. Und dann würde ich sagen, wir reiten jetzt wirklich mal zu Herrn Ratzig rüber. Das ist nicht weit, deswegen nehme ich euch einfach mit. Hühühü. So, einmal gewendet hier auf dem Hof. Hopp, raus mit uns. Ja, ja, nicht aufregen. Ist halt so. Dong, gut gemacht, Pferd. Automatische Wegfindung innerhalb der Burg, nicht so geil. So, hier springen wir einfach runter mit unserem Hottehü. Das schafft das. Das ist sehr geländegängig, dieses Pferd. So, dann können wir hier vielleicht sogar noch ganz kurzen Zwischenstopp einlegen. Wo ist denn das? Ist es hier direkt an der Kneipe? Nee, ist auf der anderen Flussseite. Okay, da müssen wir jetzt nicht unbedingt hinreiten. Sondern wir reiten hier über die Brücke und dann da drüben querfeld ein.
Also so viel Querfeldein brauchen wir gar nicht, glaube ich. Aber da können wir unserem Pferd hier mal ein bisschen die Sporen geben. Wir haben ja jetzt Sporen. Sogar richtig gute. Ich glaube, goldene Sporen haben wir. So, dann müssen wir irgendwo hier hoch. Hopp, Gesträuch. Hopp, hopp. Aha, hier haben sie also so ein kleines Lager aufgeschlagen. Da kann ich ja mein Pferd festmachen, edle Herren. Entschuldigt, tut mir leid, ja. Er hat aber auch eine schöne Schabracke auf seinem Pferd, ne? Also da wäre ich direkt ein bisschen neidisch. Muss ich ja jetzt mal zugeben. So, hier haben wir also einen Aussichtspunkt. Um hier das Flusstal zu überwachen, scheinbar. Ja, gut sehen tut man von hier aus aber nicht viel. Nach da hinten über den Horizont kann man halt ganz gut gucken. Aber ansonsten... Na gut. Herr Ratzig, da bin ich wieder. Greetings. What do you need? Ja, also ich meine... I've returned from Merhoyed, sir. How does it look there? Good. I brought them help from the monastery. Brother Nicodemus and Johanka from Skalitz. Fortunately, Nicodemus was able to cure the disease. Well, at least what he's doing looks promising so far. Thank Christ. Some good news for a change. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Did he survive? Fortunately, he survived and I had a chance to question him. What did you find out? He was transporting the false coins to Pribislavitz. He got them from some merchant called Menhart. I don't know him. Neither do I. But I know where the money's handed over. It's not far from Rovna, and this Menhart should be waiting there about now. Excellent, Henry. We mustn't let this opportunity slip through our fingers. You go there and put pressure on this Menhart to tell us what he knows. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you about. Ja klar. You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robard, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir. What is it? Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one, hmm? You can rely on me, sir. Ja, Sassau, ich dachte in der Nähe von Rovna. Ich brauche echt mal Kettenreinlinge. Hat er uns gerade Sohn genannt? Oh, 375 Groschen. Nein. Ich wollte noch mal mit ihm reden. Gerade. Reden. Fuck. Jetzt rennt er einfach weg. Aua! Und reitet mich hier um. Ich kann ihn halt auch schlecht vom Pferd ziehen. Ach, jetzt hat er mich hier verletzt. Ja, eigentlich wollte ich ihn fragen, ob ich noch was für ihn tun kann. Na, scheinbar scheint er jetzt wirklich nach
Stratei oder so zurückzureiten und verletzt mich hier die ganze Zeit mit seinem Pferd. Echt, ich wusste gar nicht, dass es so einfach geht. Na gut, wie dem auch sei. Dann haben wir jetzt alles, was glitzert. Ich fand im Lager bei Pribislavitz einen Haufen Groschen, die Meister Pfeifer später als Fälschungen entlarven konnte. Fälschen ist nicht nur ein Kapitalverbrechen wider die Krone, sondern auch ein Beweis dafür, dass ein Ratei mehr vor sich geht, als man auf den ersten Blick sieht. Begib dich zu jedem Ort, an dem die gefälschten Münzen übergeben werden. Das ist da drüben. Okay, dann können wir auf jeden Fall nach Hofna reiten. Das ist nämlich genau diese Richtung dort. Da oben ist Pribislavitz. Und jo, was können wir sonst noch machen? Der Vikar ist halt direkt in der anderen Richtung. Das ist ein bisschen schade. Tanz mit dem Teufel ist auch direkt in der anderen Richtung. Dann machen wir vielleicht erst einen kurzen Ausflug nach Hofna und dann hier rüber in die andere Richtung, oder? Das wäre doch, glaube ich, eine gute Sache. Da haben wir da so ein bisschen was erledigt irgendwie und gucken mal, was dabei rumkommt. Müssen wir leider auf die nächste Folge verschieben, denn für heute war es das schon wieder. Na toll. So, Lichtquellen hatten wir beim letzten Mal. Liturgische Gegenstände. Die Einbauten und das Zubehör einer Kirche bestanden aus den liturgischen Notwendigkeiten, die während des Gottesdienstes zum Einsatz kamen, sowie aus Statuen, Bildern und Fresken, um der ungebildeten Bevölkerung auf einfache Weise Bibelgeschichten und religiöse Gebote näher zu bringen. Kanzel, die erhöhte Plattform, von der aus der Pfarrer seine Predigt und die Lesung hielt. Altar, hier wurde das Sakrament der Heiligen Kommunion, Eucharistie, vollzogen. Er konnte sich im Haupt- oder Seitenschiff befinden und war oft prunkvoll verziert. Ziborium, das Gefäß, in dem die bei der Eucharistie konsekrierten Hostien aufbewahrt wurden, Kelch, das Trinkgefäß für den Wein, Blut Christi bei der Eucharistie, Patene, eine flache Schale für die große Zelebrationshostie, den Leib Christi bei der Eucharistie, und die Monstranz, eine Art verzierter Schrein für eine konsekrierte Hostie zur Verehrung und Anbetung. Ja, da sehen wir die ganzen Sachen. Na, wunderschön. Für heute war es das also schon wieder, edle Damen und Herren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir einen gewissen Händler mal zum Thema falsche Münzerei befragen werden. Macht's gut und bis dann. Habt ihr einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl.